Servus Leute, heute habe ich euch zwei Szenen rausgesucht zu dem Hotspot überhaupt auf Shoreline und das ist der East Wing und zwar ein paar Fights, ja, Entry Fights nenne ich sie mal, die Anfangsfights, wenn man ankommt und es kommen auch noch mehr Gegner an und wollen einem den Loot streitig machen und da geht es gerne mal richtig zur Sache und ich hatte da die ein oder andere schöne Runde in den letzten Tagen und da habe ich euch einfach mal zwei Anfänge im East Wing rausgesucht, schaut es euch einfach an, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video helfen immer sehr. Jetzt viel Spaß. Markus, so einfach ist es leider nicht. Da hinten rechts laufen ein, zwei. Hier seht ihr sie. Eins, zwei, drei, vier. Vierergruppe. Ich gehe direkt links. Hab sie schon gesehen. Es wäre schön, wenn einfach Server auswählen, die einen niedrigen Ping haben, der fix wäre, aber das ist es leider nicht. So, Vierertruppe. Nee, Max ist nicht deiner. Deiner ist der nächste. Dr. No war noch vorher. Dr. No, it's on. Good luck. Ich habe vier Leute gesehen. Okay, da schießt jetzt wahrscheinlich der Sniper-Scaff drauf. Ich glaube, die kommen nicht hierher, aber ich hab sie. Ich glaube, die gehen irgendwo questen. Scheiße. Ah ja. Ja, haben die rumgetrödelt, ey. Ich hätte mindestens einen killen müssen. So, Max, dämmst du dieses Thema dann mal bitte ein bisschen ein?
Hab jetzt genug Blödsinn gelesen. Nee, das ist auch kein Hardware-Talk, kannst direkt zwei Timeouts verteilen. Das ist einfach bloß gequillter Blödsinn. Bali, Alter. Carrie, danke schön für den Raid. Willkommen an alle. Ich hoffe, du hattest einen guten Stream. Es sind noch mindestens zwei hier unter mir. Und Servus an alle. Ekelhaft. Ja, das werde ich mal positiv. Ey, scheiße, jetzt hocken die da unten drin, Mann. Manfred. Mr. Nameless, danke für den Follow, willkommen. Ah, der hockt da. What the fuck? Okay, ich habe die so falsch eingeschätzt. Holy moly. Manfred, danke für den Follow. Ebenfalls willkommen. So. So, Schneemann. Ohne Scheiß, ich dachte, der eine hockt hinten im Raum und der andere ist rechts um die Ecke. Dann sind die viel näher. Und ich weiß nicht, ob noch irgendwo einer ist, weil ich glaube, ich habe vier gesehen. So, Monkey, danke für den Follow. Willkommen. Привет. So. Haben wohl doch plus drei. Silit Bang, danke für den Follow. Hat nicht so das Gear. Krass, wo kamen die her, ey? Hey, Void. Ich hätte am Anfang schon einen killen müssen. Das ist dann immer schwierig, wenn du den ersten siehst und nicht direkt killst. Ich sehe schon, das war der Big Boy hier. Ja! Fang nicht damit an, Void. Head Eyes von 545 PP. Da kommt Freude auf. Okay. War eine rechte Anfängergruppe und ich glaube, ich habe direkt den Big Boy erwischt. Na gut, dann looten wir mal.
Okay. Krass, dass ich die so spät höre. Hey, Eis. Hast gehört, dass EFT im Moment an Popularität verliert? Das ist jeden Vibe so, Shibi, ist ganz normal. Okay. Okay. Ist runtergesprungen. Hey, go throw. Hey, die haben hier gelootet? What the fuck? Ich habe gerade den PMC one-tapped, ja. So. Ja, sorry an alle, die gerade legitim gefollowt haben. Willkommen. Aber irgendwie habe ich gerade tausende Follows bekommen. Kommt mir so vor. Was bringt es einem eigentlich, einen Streamer zu followern? Weiß ich nicht, Big Bad, aber es kommt vor.
Haben sich wohl alle wieder verpisst. Hier waren mindestens zwei draußen. Alter, wie erstmal alles in das scheiß Ding da reingeht, ne? Dienstschluss, danke für den Prime, danke fürs ganze Jahr, willkommen zurück in Abo-Falle. Danke, dass du deinen Prime bei mir lässt. Servus, wie geht's? Hier unten. Zwei noch. Er lootet. Joa. Wie viel waren das? Läuft da? Ist was los hier? Was zur Hölle?